Und los geht's. Hau mal so einen Goku auf die Fresse. Was? Verfolge deinen Gegner, indem du L-linke Button drückst. Was ist los? Wo willst du hin? Ja, was ist denn mit dir? Ja, komm. Nicht den Controller beißen. Na, halt nicht. Meine Güte. So. Eine Verfolgung ist ein offensives Manöver, durch das du mit hoher Geschwindigkeit auf deinen Gegner zuschnellst. Entrinne, indem du LB drückst. Indem du abgewertete Schaden erlitten hast. Boah. Ein Großteil deiner Mobilitätsanzeige. Entrinne ist ein defensives Manöver, mit dem du Attacken ausweichen und zwischen dir und deinem Gegner eine gewisse Distanz erzeugen kannst. Verfolgen. Aha. Okay. Cool. Die Fertigkeitenanzeige befindet sich unter der Gesundheitsanzeige. Halte RT gedrückt, während du dich auf dem Boden befindest, um deine Energie zu fokussieren. Dadurch wird deine Fertigkeitenanzeige aufgeladen. Ja. Cool. Na komm. Cool. Na, hab ich doch gerade schon. Komm her, Meha. Sinn ist für nix. San Tsunami. Damit ist das Anzeigen-Tutorial abgeschlossen. Jetzt greift dein Gegner an und mach ihn fertig. Wow. Oh shit. Nein. Bam. Und zack. Wuhu, und weg mit dir. Boah, Lichtgranate. Hihi, und tschüss. Nein. Und tschüss. Boom. Bam. Da haben wir so einen Goku aber richtig gegeben. In die Fresse. So.
Gib uns Gold. Was ist los, Kleiner? Ja, ach nee. Man sind die begeistert. Yay! Diese Begeisterung, diese Partystimmung. Ja Mann, ich habe neue Fähigkeiten gelernt. Du hast Fertigkeiten, deine Verbündeten und Feinde beobachtet und am eigenen Leibe erfahren. Darauf hat der Obras Kubus in deinem Inneren reagiert und dir eine neue Fertigkeit verliehen. Je mehr echte Kampferfahrung du sammelst, desto mächtiger wirst du werden, Meister. Ich schlage vor, du nimmst an möglichst vielen Kämpfen teil und lernst so viele Fertigkeiten, wie du kannst. Benimm dich, Kater. Hey. Vegeta, Badass. Warum ist der nicht in meinem Team? Oh. Vielleicht, weil er jetzt böse ist. Upsi. Falls ihr euch wundert, warum ich immer nach da unten irgendwo gucke, mein Kater randaliert so ein wenig. Und bei dem Kleinen muss man immer aufpassen, mit was er spielt. Okay? Jo. Anscheinend hast du von jedem Teamanführer eine Fertigkeit erlernt. Drücke Menütaste, um das Menü zu öffnen und unter Kampfoptionen Fertigkeiten, Einstellungen, Fähigkeiten neu zuzuweisen. Es gibt drei Arten von Fähigkeiten, die Fertigkeiten, Charaktere und Verbündete verstärken können. Fähigkeiten werden wie Fertigkeiten in den Kampfoptionen ausgerüstet. Neue Fähigkeiten erhältst du durch Kämpfe, Missionen und Jobs. Die Tresen in der Lobby haben geöffnet. Ich freue mich, dich erneut in der Umbra-Basis zu begrüßen. Du kannst mit Hilfe der Lobby-Tresen kämpfen und shoppen. Cool. Drücke Menü, um zum Öffnen des Menüs und X, um Treseninformationen zu erhalten. Es ist wichtig, deine Erfolge zu steigern und Charaktere zu stärken, anstatt einfach als Mitglied der J-Force zu dienen. Hier, Mann, ich habe Punkte bekommen. Oh, das ist ein anderer Spieler, oder? Cool. Dann gucken wir uns mal die Fähigkeiten an. Kamehameha. Cool. Holen wir uns doch mal irgendwie eine Mission. Was ist der? Eine Mini-Lamp. Wie cool. Fangen wir mal auf leicht an. Level Training 1. Missionsziel: Gewinne den Kampf, gewinne die Runde und behalte mindestens 60% an LP. Dann legen wir mal los. Ach cool, ich darf jetzt auswählen, mit wem ich kämpfe. Fette Action, Überdeckchen. Boah, ja, dann kämpfe ich jetzt mal mit so einem Goku. Achso, ich kann mir mein Team auswählen. Ah, okay. Also ich bin immer dabei, dann nehme ich Zack mit und Zack mit. Matterhorn.
Schneller Angriff. Drücke X, wenn du gerade von einem Gegner getroffen wirst, um schnell einen Gegenangriff auszuführen. Yeah. Kater, benimm dich. Ich so! Cosmo, Moyase! Das ist, glaube ich, von Senseiya, der Typ. Und Rukia und Vegeta. Zweimal Vegeta. Ja! Bin noch ausgewichen. Mann. Yes! Hey, wie kann ich denn wechseln? Kann ich denn wechseln? Oh, ich habe irgendwie gewechselt. Wow! Ah, okay. Alter! Boom! Stirb! Boom. Da. Jetzt ist es. Oh, weg hier. Nein! Alter, wieso? Boom! Und tschüss! Alter, es gibt so nichts. Oh Mann. Ja, neu starten. Gibt's doch nicht. Das ist mit dem Ausweichen funktioniert nicht so wirklich. Kleiner. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Okay. Alter. Alter, ich komm zu nichts. Ja,
Komm schon. Komm, jetzt gibt's sie richtig. So. Mann! Geht doch. Und jetzt. Bam! Geht doch. Mann. Also gerade mit dem Ausweichen und so muss ich echt noch üben. Komm, eine machen wir noch. Leveltraining 2. Oh, fangen wir erstmal hier an. Auf der Suche nach Gold. Gewinne den Kampf. So, ich komme auf jeden Fall wieder dabei. Trunks und Freezer. Das gerade das Ausweichen ist echt anstrengend.
Fuck. Zack. Komm schon. Achso, der hat sich ja noch gar nicht. Oh fuck. Nein. Was? Und tschüss. Boom. Zack. Und tschüss. Ja, das war doch jetzt schon besser. Ich glaube nochmal. Oh, ich habe ein Dings bekommen. Belohnung. So, und zack. Was haben wir noch? Auf der Suche nach Gold 2. Ja, weiß man später. Aufwertung. Oh, gegen Yugi. So. Klack. Fangen wir erstmal gegen die an. Wir machen es erstmal von leicht, von smooth zu hart. Oh, Piccolo und Cell. Das wird auch interessant. Weiß gar nicht, ob wir diese Mission eigentlich machen müssen. Aber ist ja trotzdem interessant.
Badass. Na? So, der lädt sich auf. Höllenspirale! Boom! Alter, was ist denn das? Er haut einfach daneben, wo er vor ihm steht. Und tschüss! Bam! Wer sagt, dass Piccolo schwächer ist als ein Goku? Oh, Rematch. Du. Nein! Abgefangen. Ja, Mann. Nein, Zeit ist abgelaufen. Ich hab jetzt schon wieder zum Spielen gefunden. Puh, aber wir haben gewonnen. Oh nein. Bin gleich wieder da, mein Kleiner spielt irgendwie sehr gerne mit irgendwelchen Batterien, die rumliegen. Wenn ich sag's euch, Katzen. Dum, 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 dum. So, Mobilitätserholung. Das ist mir mal so schlecht an. So. Also ich glaube nicht, dass das ein Teil unserer Mission und so Story-Modus ist. Aber es macht irgendwie Spaß. So, Ruffy und Zorro.
Irgendwas ist gecrashed. Ich habe jetzt gerade Unreal Engine 4 Crash Reporter. Ja gut. Dann würde ich sagen, ist für heute dieser Stream erst einmal vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal und wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.